Hallo und herzlich willkommen bei der letzten Episode von One Piece. Jetzt geht's endlich nach Dressrosa. Und rein mit uns. Zack. Ach, nee. Doch. So, wir haben die Strohhaut. Und Trafalgar Law. Hast du nicht beim letzten Mal Trafalgar gespielt? Das ist richtig, ja. Willst du den mal spielen? Nö. Okay. Ich bin nicht so der Fan von Trafalgar. Ich meine, der ist cool, ja. Aber es gibt coolere. Zum Beispiel Zorro. Wenn Schwertkämpfer, dann Zorro. Auch wenn ich Trafalgars Frucht gut finde. Nee, ich weiß nicht. Ich würde eigentlich auch gerne Brook wieder nehmen. Ich fand ihn auch ziemlich geil. Franky war aber auch wieder sehr geil. Mhm. Ich würde sonst sagen, dass wir mit... Auf jeden Fall jetzt mit dem in den Kampf gehen, wo wir auch sagen, Mensch, mit dem spielt sich's am geilsten. Okay. Na, könnte man machen. Mit wem willst du spielen? Sag's mir mal. Boah, mit wem spielt es sich am besten? Ich fand Trafalgar war nicht so der Hammer vom Gameplay. Sanji spielt sich extrem gut, ja, finde ich. Ja. Sanji. Und Franky spielt sich auch extrem gut. Franky hat so viel Kraft in den Spezialangriffen, das ist so heftig. Der ist ja voll, ey. Brook hier mit Verteidigung. Ich fand Brook auch ziemlich cool. Seine Angriffe waren manchmal ziemlich schwer, aber der hat einfach viel ausgehalten. Ich glaube, ich nehme Brook. Okay. Ich glaube, ich nehme Brook. Komm. Dann habe ich ja die Qual der Wahl. Hat er hier mit Zucker? Abnehmen mit Zucker? Abnehmen mit Zucker. Ja, das ist die Zuckerdiät. Ja. Franky oder Sanji? Franky ist eigentlich auch sehr geil. Ah, Franky hat beim letzten Mal so gut funktioniert eigentlich. Dafür haben wir den eigentlich zu wenig gespielt. Komm, nimm Franky. Yeah. Ja, mit Sanji haben wir die ersten Spiele. Ja, komm, Franky. Ah. So. Mehr Hirse. Mehr Hirse. Mehr Hirse. Gut. Dann können wir jetzt noch alles in unsere Charaktere stecken, was wir haben. Steck alles rein. Hat Law allen Ernstes vor, mit Joker zu kämpfen? Ich bin ich. Ich glaube, die Banshee ist anders. Shizar. So, während, ja, genau. Wir befinden uns jetzt auf Dressrosa und müssen die die Fabrik von Flamingo stürzen. Don Quixote do Flamingo. 七部会脱退? Dressrosa no Oi o Hoki? おい、王様だったんですか?こんなにあっさりことが進むと逆に不気味だな。これでいいんだ。奴にはこうするしか方法はない。で、なんで俺たちの顔まで乗ってんだ?七部会トラファルガーロー麦わらの一味と 異例の同盟。ローに対する政府の審判は不明。デスて。ドフラミンゴに集中しろ。作戦を進める。ガチャ。俺だ。七部会をやめたぞ。もしもし。俺はモンキー・D・ルフィ。海賊王になる男だ。麦わらのルフィ。 俺はお前に会いたかったんだ。お前が喉から手が出るほど欲しがるものを俺は今持っている。あ、何言ってんだお前。ジョーカー、余計な話をするな。約束通りシーザーは引き渡す。今から8時間後、ドレスローザの北のことをグリーンビット。 南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。それ以上の接触はしない。寂しいね。成長したお前と一杯くらい。船はドレスローザにつける。目的を見失うんじゃねえぞ。着いたぞ、ドレスローザ。 Dressrosa? Oh, wie lange das eigentlich auch schon wieder her ist? Stimmt. Obwohl es jetzt die neueste eigentlich, ja im Prinzip schon der neueste Bereich ist.
Es ist so heftig lange her, seit man in den Anime-Folgen auf Dressrosa ankam. Ja gut, aber Dressrosa war auch einfach ein unglaublich langer Abschnitt. Wie lange? War es nicht irgendwie 2 Jahre? Hat das Ding nicht gedauert oder sowas? Das kann sein. Ich glaube, 2 Jahre hat das gedauert. So, letzten Münzen. Wollen wir alles reinhauen, was ja, noch alles geht? Rein, alles rein, nicht. Komplett. Ich glaube, mehr haben wir aber ja, immer gut, noch nicht. Das kriegen wir gar nicht voll, ne? Nee, 4, 4, 4, 2. Nee, passt auch nicht. Rook, da kann ich auch nichts machen. Das haben wir alles nicht. Verdammt. Okay, ich glaube, wir können immer noch nicht weitermachen. Oh, oh Mann, oh. Da vielleicht. Ja, das kannst du voll machen. Okay. Mal gucken. Ja gut, dann muss ich fast von jedem alles wegnehmen. Wer war hier nochmal? Er war nochmal hier, ne? Ja. Ja, genau. Hau ich den mal ganz weg. Und nimm irgendeine andere noch. Ja, hier von... Ist ja auch wurscht. Super, was kann ich jetzt? Spezialangriff. Blizzard-Schlitzer. Okay. Hört sich gut an. Fähigkeiten, die bleiben. Habe ich eh nichts verändert. Barry-Wachstum. Achso, Maximum ist 36 sogar. Ist 6. Achso, stimmt. Aha. Na gut. Interesting. Ja, dann bin ich fertig. Ja. Dann schaue ich auch nochmal eben. Münzen. Bin auch schon 36. Ja, Fähigkeiten. Gut, das bringt ist das nix, Gleiche. Bringt das nix. Bringt auch nichts. Chopper könnte ich hier nochmal. Da haben wir genug. Ist aber auch egal. Ja, gut. Ja. Ja, passt. Okay. Bringt auch nicht mehr viel, oder? Nö, eigentlich nicht. Das könnte man noch voll ja, machen. Hau rein. Komm, mach. Hau alles rein. Ach. Lutsch die ja, aus, gut, komm, okay. Lutsch die aus. Muss ja. Zack. Gut. Dann hast du wenigstens mal einen zweiten Slot. Oh, ja. Schade. Boah, okay, ich hätte gedacht, Robin hätten wir vielleicht auch noch mal ein paar mehr. Ja. Dann kannst du wenigstens mal eine zweite oder eine Doppelfähigkeit nehmen. Mhm. Densenmesse? Was? Oh. Schaden an eingeschläferten Gegner. Okay, dann kannst du ja gleich noch mal reingucken. Ja, das muss ich auf jeden Fall mal machen. Nee. Irgendwie Gegner werden anfälliger für Schaden. Übernatürlicher Körper. Schaden der Spezialangriffe wird etwas erhöht. Das könnte ich vielleicht reinnehmen. Ja, sonst habe ich, dann hab ich ja. noch mehr. Ja. warte, dann musst du gleich mal eben, ja, mal zurück. Ja. Jetzt mit Rot nochmal raus. Jetzt bist du wieder, ja. Okay. Zack. Du kannst es nochmal ganz kurz ändern. Fähigkeiten, Piratenallianz austauschen. Seelenmesse, ja. Saugut. Hört sich doch gut an. Das ist geil. Bei Einschläfern kann ich alles. Ja. Gut. Gut. Dann geht's los. Los. So. Wo sind wir? Rechts unten. Wie gehe ich denn in die Seelenmesse? Achso, nee, Seelenmesse war allgemeiner Schaden. Stimmt. Ja. Ja. Ich glaube, ich gehe sonst oben lang. Du gehst unten geradeaus weiter und ich gehe nach oben. Okay. Machen wir so. Weil ich glaube, wenn wir ein bisschen aufteilen, ist schon besser. Ja. Also wen wollen wir eigentlich gerade leveln? Nami. Lass mal Nami. Alles klar. Ja, stimmt. Die macht immer richtig guten Flächenschaden, ne? Wollte gerade sagen. Geht das für dich eigentlich nochmal als Bonus-Spezialschaden? Das wäre auch cool. Zack. Weapons left. Alter, was ist denn los hier mit dir? Ich kann die blenden, die du. Geht das eigentlich auch als eingeschläfert? Wenn die vereist sind? Oh, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Das würde mich mal interessieren. Bei Vereisen macht immer richtig Spaß mit denen. Alter, ist das eine fette Kombination mit Nami. Alter. Wir können ausrasten. Hey, hier ist Caesar. Okay. Cool. Wollen wir ausrasten? Oh, hinter mir ist was. Warte. Ja. Und genau jetzt. Zack. Weg mit euch. Boah. Okay. Sah bei mir irgendwie ziemlich nach nichts aus. Ja? Ja, weiß nicht, bei mir war irgendwie... Nami ist da so durch die Gegend gesprungen. Und Brook hat da so seine Blitze gemacht und das war's. Okay. Aber mehr nicht. Was ist denn hier? Was sind das denn für Ausrufezeichen überall? Oh, scheiße. Hast du die ganzen Ausrufezeichen weg? Ich weiß es nicht. Tauchen da diese Piratenkapitäne auf oder was ist da? Kann sein. Wir müssen unbedingt Namen in meinen Volk kriegen. Ich habe gerade richtig viel.
Oh, komm schon. Radikal Beam. Radikal Beam. Was muss ich denn hier machen? Ich muss Law beschützen wahrscheinlich, oder? Law und Caesar. Achso. Ah, wir müssen Law und Caesar. Ah. Das ist Punkte. Okay. Ah, sie ist voll. Wollen wir nochmal? Ja, ich hab hier gerade auch nichts. Ich müsste aber eben machen. Okay. Ja. Umso mehr. Guck mal, mach mal ruhig. Da hast du gesehen? Unspektakulär. Hast du gesehen? Total unspektakulär. Hier ist gerade einfach gar nichts von mir. Bist du denn? Oh, Bellamy. Bellamy? Oh, warte, was ist da? Ach, der ist hier erschienen, das ist gut. Kümmerst du dich um Bellamy? Ja. Okay. Wo ist die Typin? Beam! Thunder Tempo! Beam! Alter. Ich muss auch sagen, ich fand Dressrosa ziemlich cool, auch von der Aufmachung her, also von der Geschichte her. Ja. Sehr umfangreich und ja. Sehr, sehr cool. Umfangreich ist sehr lieb ausgedrückt. Ich fand es manchmal echt ziemlich langatmig. Ja, das stimmt, aber ja, so ein bisschen hat es das auch gebraucht. An manchen Stellen ja, aber an manchen Stellen habe ich mir auch mal gedacht, oh Mensch. Hätte man das nicht irgendwie zusammenfassen können? Mm. Gerade diese ganzen Rückblicke. Ich bin sowieso kein Fan von Rückblicken. Weiß nicht. Nee, das stimmt. Das war ein bisschen zu viel. Zum Beispiel, was ich ganz gut fand hier von den Unterbossen da, von Doflamingo. Ja. Wie hieß der Schlüpperträger dann? Ach so, ja. Ich weiß es nicht mehr. Aber vom Schlüpperträger, du weißt das. Ja, das war echt ein cooler Charakter. Der war super. Hätte ich aber auch nicht gedacht. Muss ich ganz ehrlich sein. Nee. Also, dass der am Anfang dachte ich wirklich, was ist das denn für eine peinliche Nulpe? Ja. Aber dass der dann trotzdem noch irgendwie so eine Geschichte kriegt, wo du denkst, okay, ernsthaft? Das hat ja sogar Hintergrund. Das hat ja sogar Hand und Fuß. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, aber hätte man nicht gedacht. Aber dafür war eine andere Geschichte immer so, naja. Das stimmt. Ich bin so gespannt, was da noch kommt. Es sind so viele Fragen, auch das ist mir letztlich wieder aufgefallen, als ich das geguckt habe. So viele Fragen noch, die einfach noch ungeklärt sind. Oi, Law! Kochira Sanji! Kuroashiya ka? Koujou wa mitsukatta ka? Sore dokoro ja ne! Yoku hike! Sugu ni soko wo hanareru nda! Nani itte yagaru? Kore kara Caesar hiki watashi da! ドフラミンゴは七部会を辞めてなんかいねえ。シーザーを返しても何の取引も成立しやしねえんだ。俺たちは完全にはめられた。その島から早く逃げろ。急げ。バカ。手遅れだよ。ジョーカー。俺たちを騙すためだけに世界中を欺いたってのか。そんなバカなことをするはずがないという固定観念が人間の盲点を生む。たとえ七部会であろうと、そんな権限があるはずがねえ。もしできる奴がいるとするなら、天竜人くらいのもんだ。お前、まさか。もっと根深い話さ、ロー。とにかく、お前を殺したかった。お前か。新たに海軍大将に特任されたフジトラ。噂はよく聞いている。実力は折り紙付きの化け物だとな。コラどうも恐れ入りやす。それで海軍は今回のローの処分をどう決めた。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら苦労。彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わらと俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。
不器用な男だ、おめえは。では、称号剥奪で。教育はどうなってんだ、野良犬が。目が見えるかどうかの次元じゃねえな。へえ、どうも。ほんの腕試しで。シャンブリス。あ、フジトラ。finde so genial den Film. Ja. Richtig cooler Charakter. Aber was ich letztens gesehen habe, gerade die Charaktere, also auch diese ganzen Admirale, sind alles. Das habe ich im Trivia gelesen. Alles ehemalige japanische Schauspieler. Oh, okay. Auch also aus bekannten Filmen, zum Beispiel Fujitora. Es gab diesen Film mit diesem blinden Samurai, oder der heißt glaube ich auch Blinder Samurai, der Film. Okay. Und da kam zum Beispiel auch Fujitora her. Also der sieht sogar genauso aus, der Kerl. Mm. Fand ich ziemlich spannend. Also da hat sich Oh, okay, ja. Da muss ich mal schnell irgendwo hin, wo ich auch was töten kann. Oh, Fujitora kriegt jetzt was ins Gesicht. Das war alles? Hä? Das war alles? Ja, was passiert? Ich hab nicht mal was gesehen. Vielleicht sollten wir gleich nochmal einen anderen ausprobieren. Anstatt Nami. Ja. Wechseln wir? Ja, zu Sanji. Trafalgar ist eigentlich auch mal ganz lustig. Ja, oder ihn, genau. Weil Trafalgar halt die Köpfe austauscht. Das ist immer sehr witzig. Ja, Shambrisen. Sehr geil. Oh, ein Pazifista. Oh, bei dir ist ein Pazifista? Ja. Bellamy ist auch bei dir gewesen. Ist er jetzt böse, immer noch böse? Ich habe ihn vorhin schon besiegt. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auf unserer Seite. Ja, er ist auf unserer Seite. Ah, sehr cool. Und wir können durchdrehen. Schon wieder? Oh, oh. Ja, schon wieder. Gott, wo ist denn Fujitora bitte hin? Wo rennt der hin? Zwei Pazifisten ja schon. Counterbeam? Sehr gut. Das war effektiv. Ist hier unten Fujitora? Da ist Fujitora. Warum rennt der weg? Ach, du bist hier auch, oder? Nee. Ich bin ein Stück weiter weg. Hier ist Law und Nami. Ach, Fujitora, so einen Weg zu denen? Da muss ich jetzt aber mal hier schnellstens die beiden retten. Oh, Zorro. Fluchtversuch. Was? Was? Oh. Wo ist Zorro? Da, er blinkt. Ich sehe ihn in der Mitte. Ich gehe zu ihm. Du bist in der Nähe, stimmt. Ja, ich gehe schnell zu ihm. Alles klar. Ach, hier ist Fujitora. Was? Bei dir? Ja. Bei mir ist aber auch Fujitora. Hä? So, ich habe Zorro geheilt. Wir können ausrasten. Okay. Oh, bei mir ist der Flamingo. Okay. Counterbeam. Okay. Da ist der Flamingo, siehst du ihn? Ja. Bam. Was, der hat nicht mal Schaden genug? Ich hab Fujitora umgehauen. Oh, Alter! Geh weg! Geh weg! Alter, der nimmt mir keinen Schaden! Der nimmt keinen Schaden! Was ist denn unser Ziel eigentlich? Hilfe verbinden. Okay. Bist du das? Ja. Okay. Dann müssen wir zusammen ihn am besten weghauen. Ja.
sagt, versuch mal eben hier den Pazifist da wegzumachen. Wo ist denn bitte... Jo. Haben wir ihn? Halt, gut. Das ist Doflamingo, hier in der Ecke. Ich glaube, zusammen können wir den auch richtig gut wegmachen. Ja, das kriegen wir hin. Ich lass ihn mal tanzen. Und ich tanze auch. Oh, das ist so gut in der Ecke. Sehr gut. Den, oh, der hat keine Chance. Ich lass ihn nochmal in der Ecke tanzen. Ja. Zack. Und... Sehr gut, sehr gut. Ich würde gerne mal seinen Kopf austauschen. Jo, eingefroren. Bam, den haben wir. Jo, schön erwischt. Und wir können durchdrehen, aber machen wir. Ja, bringen wir aber noch nichts. Wo gehen wir denn jetzt hin? Achso, er haut nur ab, er zieht sich nur zurück. Alles klar, war ja klar. Hätte mich auch gewundert. Gut, ich gehe mal hier unten hin, wo es blinkt. Ich gehe zurück zu Thousand Sunny, Nami und Co. Achso, das ist also hier. Also zeitweilig zurückgezogen. Also jetzt kein Rückzug, sondern zeitweilig. Ja. Gut. Okay. Da oben ist Kizaru erschienen. Oh, bei dir bin ich gerade. Ja, das ist gut. Ich glaube, den hau ich mal um. Ja, sonst gehe ich da auch eben hin. Ah, nee, hier ist zu. Ist zu? Okay. Kizaru hat einen Laserangriff auf Thousand Sunny gestartet. Okay. Muss ich jetzt seinen Weg blockieren? Oder müssen wir seinen Weg? Ist schon offen? Nee. Immer noch nicht. Was blinkt da unten rechts? Besiege Doflamingo. Geh hier durch. Okay, da unten sollen wir scheinbar hin. Ja. Machen wir das. Gehst du nach unten? Ja. Geh mal kurz bei der Thousand Sunny gucken, solange er noch nicht in Bewegung ist, weil da sind auch diese Umkämpfbilder da. Das Schlagsymbol. Was? Achso. Kizaru. Okay, hier ist nix. Kizaru fordert mit der Telestecke Verstärkung an. Gut. Okay. Alles klar. Ich kann jetzt hier ausrüsten. Ausrüsten, ne? Dann mach ich mal, ne? Rüstest du mal aus, ja? Dann. Au. Ich geh mal da unten hin, wo jetzt das Ausrufzeichen ist und der andere rote Punkt. Jo. Hast du schon? Scheinbar schon. Counterbeam ist sehr effektiv. Das habe ich mir auch bald gedacht. Dann kriegt er jetzt auch Ärger. Counter-Kill. Das klingt ja wie Counter-Glied. Counter-Glied. Okay, das ist alles. Das ist scheinbar alles gewesen. Okay. Was ich einfach heftig finde, ist wirklich, wie viel Brook aushält. Also er hält wirklich schweinemäßig viel aus. Also seine Verteidigung war auch ziemlich voll, oder? Die war fast komplett voll. Also schon ordentlich. Kizaru kann ich immer noch nicht. Okay. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter nach oben gucken und in der Zeit, wo unten halt... Nee, ist auch okay. Okay, Zoro ist auch auf Sunny. Also, ich hab hier nichts. Ich glaube, du musst erstmal deinen da weghauen. Okay. Da ist was erschienen. Über dir. Ja. Ich renne die ganze Zeit blöd im Kreis. Ich komme mal zu dir. Wahrscheinlich, wenn ich bei dir angekommen bin, geht da das Tor auf. Sowieso. Lissab und Co. sind aufgetaucht. Oh, wir können ausrasten. Ich hab nix. Ja, warte. Okay. Doch, hier. Ja, ist okay. Alter. Und go. Counter-Kiri. Geli. Counter. Alter. Counter-Beam ist der Hammer. Na, tanzt für mich. Tanzt, meine Kinder. Ja. Ah. ドフラミンゴ様が話したいってや。俺。そんなところにいていいのか、麦わら。お前の星があるものがコロシアムにあるってのによ。ミンゴ、俺の星があるものってなんだよ。まあ、聞けよ。飛びつかないはずがねえ。お前の兄の能力。 メラメラの実だ。エースの。メラメラの実。危険のエースの死後、人知れずこの世界に復活。
活したメラメラの実を俺は手に入れたのさ。欲しいだろう麦わら。兄貴の片身みてえな代物だ。欲しけりゃ取りに来い。俺欲しいメラメラの実。エースの能力をどっかの誰かに持ってかれんのは嫌だ。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。うん、ありがとうフランキー。行ってくる。So. Oh, ich habe sowas Geniales auch gelesen über die Früchte und mittlerweile auch wie Teach eventuell an die zweite Frucht gekommen sein könnte. Okay. Also warum er zwei Früchte haben kann. Das ist so krass. Ich habe in den Trivia so viel gelesen, auch in den Foren. Der hat, also da gibt es zum Beispiel so eine der Sachen ist zum Beispiel... Der hat ja in seiner Flagge drei Totenköpfe, ne? Ja. Und da gibt's zum Beispiel Leute, die meinen, er hätte vielleicht von einer antiken oder einer mythischen Zoanfrucht gegessen. Okay. Zum Beispiel eine Cerberusfrucht. Die ist ihm vielleicht dann auch gewährleistet, sozusagen neben seiner Cerberusfrucht auch noch zwei weitere Früchte nutzen zu können. Deswegen auch drei Totenköpfe sozusagen. Aha. Eine Idee. Ja. Viel Spekulation, ne? Unglaublich viel Spekulation. Aber welche ich auch genial finde, ist einfach, dass er... Ach du Kacke, in der Mitte passiert gerade ganz viel. Ja, da bin ich gerade. Wollen wir da ausrasten? Ja, dann gerne. Und... Counter! Ich glaube, du hast mehr weggehauen als ich. Die andere Idee ist zum Beispiel dadurch, dass... Der Marshall die Teacher ist ja einer der wenigen... der zum Beispiel auch das Buch der Früchte gelesen hat. Okay. あららら、派手にやってるじゃないの。あ、お前、俺たちを捕まえに来たのか。いや、この男はもう海軍を辞めているはずだ。なぜここに。ここにある工場を潰しに来たんだが、どうやらお前たちも同じ見てえだな。なんだ、そうなのか。じゃあ味方じゃねえか。 青木じ、何を考えている？俺たちの邪魔をするつもりなら。おお、こりゃ懐かしい顔に合うもんだね。まさかその子らに加勢するつもりかい？こいつらはなんだ。まあいい、古巣の連中と戦いたくねえんだ。ここは退いてくれねえか。 この状況じゃそういうわけにもいかんでしょう。わしも上の指示で来てるんでね。そうかい。じゃあ仕方ねえな。やるか。やるか。 Was habe ich ihm gesagt? Dass er einer der wenigen ist, die auch in die Früchte... Jetzt kommen noch Jets-Ereignis, ich will doch gerade reden. 久しぶりだな、麦わら。そこにいるのか、麦わら。黒ひげか。そうさ、久しぶりだな。ゼハハハハ。メラメラの実はうちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。昔本人には断られちまったからな。 エースの能力はお前らにだけは絶対に渡さねえ。取れるもんなら取ってみな。ウィーハハハ。